wiggling out. Start wiggling out, New York. What's happening? Start wiggling out, New York. Start wiggling out. Start wiggling out, New York. What's happening? Don't you want my loving? Don't you want my loving? Meiner Meinung nach Stadtteil in New York City. Und ich kann nur sagen, Inspiration ist ja für uns etwas, was ganz, ganz wichtig sind, weil Inspiration und Trends sind für mich ganz nah beieinander. Und wer von euch hat schon mal im Salon erlebt, der Kunde stellt die Frage, was ist denn gerade Trend? Einmal kurz die Hand hoch. Wer hat im Salon schon mal die Situation, der Kunde kommt rein und fragt, Hand hoch, was ist denn gerade Trend? Und ganz ehrlich, können wir auf diese Frage immer so ganz unbeschwert und ganz locker antworten? Aus meiner Perspektive gar nicht so einfach, weil in dieser schnell verändernden Zeit muss man sich ganz schön damit beschäftigen, um tatsächlich diese Inspiration und dieses Trendbewusstsein immer zu haben. Nur, wir sind verantwortlich als ja, die Elite der Branche, die sich weiterbildet. Wir haben die Verantwortlichkeit, unserem Kunden natürlich die Inspiration und natürlich die Trends zu geben. Ich sage ganz klar, wenn wir Geld verdienen wollen, wenn wir unsere Kunden glücklich machen wollen, hat es damit auch was zu tun, dass wir über Trends Bescheid wissen. Und Trends sind etwas, mit dem ich begeistern kann, aber mit dem ich zeitgleich natürlich auch eins schaffen kann, nämlich auch ein gutes Business. Und ich habe euch für heute ein paar Inspirationen mitgebracht, um heute mit euch zu teilen. Wenn es darum geht, Inspirationen aufzunehmen, sind für mich Dinge wie zum Beispiel, was machen die Designer weltweit? Was passiert eigentlich? Was für Muster kommen gerade? Und ich weiß, es ist immer super schwierig, wenn man zum Beispiel so etwas wie hier sieht, darüber nachzudenken, wie kann ich das tatsächlich in meinem Salon, in meinem Kunden umsetzen? Ein Beispiel, ich werde die Technik genau zeigen, wie wir das Ganze hier erarbeitet haben, damit vielleicht diese Idee mit diesen Knoten das Ganze umzusetzen kann. Also, man kann ganz schön sehen hier in dem Bereich, ich habe hier eine Stelle noch gar nicht fertig gemacht. Das heißt, es ist nichts anderes, als wenn ich morgens meine Schuhe binde. Ich habe hier zwei Strähnen. Eine auf der Seite, eine auf dieser Seite. Ich arbeite hier, ja, mess around, es bündelt mir, arbeite mir das ein bisschen in die Finger herein und nehme mir das Ganze wie zu einer Schlaufe einmal herum. Und ziehe das Ganze hier zusammen. So, würde ich jetzt weitermachen, gehe ich hin, unten drunter, nehme mir wieder eine Haarpartie von rechts, unten drunter dazu, eine Haarpartie von links, unten drunter dazu und beginne das Ganze hier wieder zu einem weiteren Knoten zu machen. Also ich glaube, das System ist relativ simpel,
Die Frage ist nur, haben wir einfach die Power, tatsächlich zu sagen, ich habe eine Seite des Kopfes, mach das einfach mal an einer Seite, um einfach mal einen anderen Effekt zu haben, statt einfach nur zu flechten, vielleicht so etwas mal zu machen. Und ich glaube, wenn es darüber geht, wenn wir uns die Industrie anschauen im Bereich der Mode, die Designer machen auch immer wieder eine Hose, ein Oberteil. Es ist das gewisse Etwas, wie kann ich es schaffen, einfach das Detail zu verändern? Wie befestige ich das Ganze? Relativ oft, wenn ich auch im Salon mit Bräute arbeite, ich nehme hier einfach eine Nadel und setze hier unten drunter an und werde das Ganze jetzt hier festnehmen. Gehe also unten drunter durch und beginne hier das Ganze jetzt zusammenzumachen. Also ich glaube auch hier, Nadel und Faden ist nichts, was hier spektakulär ist, Ganze umzusetzen, und machen wir hier drin einfach einen Knoten und das Ganze ist relativ schnell fest. Wichtig eins, gib die Schere gerade nochmal. Wichtig eins, ich habe das jetzt festgeknotet. Warum geht das Festknoten? Das funktioniert, weil ich unten drunter einen Zopf geflochten habe. Das nennt sich ein Foundation Braid. Derjenige, der schon mal Education mit mir gemacht hat, ein Foundation Braid ist etwas, was unten drunter gesetzt worden ist, um es zu schaffen, dass alles das, was oben drauf kommt, befestigt worden ist. Weil wie oft haben wir die Situation, wir wollen irgendwas festmachen beim Hochstecken und beim Style, wissen nicht, was unten drunter los ist, also in dem Moment einfach unten drunter einen Zopf flechten und drauf machen. Und für mich als Stylist kann ich nur sagen, gerade wenn ich auf der Fashion Week oder auch im Salon arbeite, schöne Haare haben damit was zu tun, dass sie einfach wunderschön glänzen. Und das, was wir hier sehen, ist eine ja, wundervolle Peach-Nuance, die wir haben im Portfolio. Und ich sage immer, Chelsea Gu glaubt eigentlich, es wäre ein Conditioner. Und ich kann immer nur sagen, und nochmal drauf gemacht. Und wenn die Kundin nach 2 Wochen wieder zum Service kommt und möchte gerne was anderes haben, Chelsea Gu liebt Haare und vor allem Chelsea Gu glaubt tatsächlich, es ist eine Pflege. Ja, Inspiration zum Thema Knoten. Ich sage schon mal Dankeschön an Talia. Auch hier können wir sehen, Sophie. Sophie trägt für mich einen wirklich eleganten, aber trotzdem edgy Look. Inspiration, die ich davon immer wieder bekomme, Ponytails sind etwas ganz, ganz Wichtiges. Ja, das heißt, das, was wir hier gemacht haben, ist auch, wir haben hier mit Chelsea Gu gearbeitet, um wirklich dieses Irisierende in dem Haar darin zu haben. Ja? Dieses zwischen warmen und kühlen Nuancen zu arbeiten. Und ich kann nur sagen, wenn ich mir das hier anschaue, das Haar sieht einfach aus wie eine Seide. Zum Look. Wir haben hier mit Wellen gearbeitet und wollten hier natürlich ja, einen coolen Effekt haben. Lass dich gerade setzen. Und dazu haben wir einfach ja, farbige Pins genommen, die das Elegante ein bisschen ja, wegzaubern und daraus einen wirklich coolen Effekt machen. Es kann so simpel sein, manchmal muss es gar nicht mehr sein. Ein Riesenapplaus für Sophie. So, Alina. Bei Alina haben wir etwas, ja, auch ganz Simples. Es sind nichts anderes da als Knoten. Worum geht es? Es geht um die Art der Proportion, die Art der Abteilung, wie viel Haar kommt wohin. Und damit das alle hier wirklich verstehen, wie ist diese Technik gemacht worden, was sind die Steps, die dahinter sind, habe ich hier an dieser einen Stelle noch einen Knoten übrig gelassen, den ich jetzt hier mit Kathleen mache. Ich nehme mir einfach hier ein silbernes Band, das ist ein Gummi, ja, nichts gibt es im Haushaltswarenladen, also überhaupt nichts Spektakuläres. Ich setze einfach unten drunter und arbeite mir hier einen Knoten heraus. Das heißt, einmal zusammengeknotet und dann nochmal eins drauf. Und mit Absicht lasse ich ein bisschen was von den Gummienden stehen, weil ich finde, das sieht einfach aus wie Kreuze. Auch das wieder. Niemand muss im Salon hingehen und tatsächlich diese Arbeit sich machen, den ganzen Kopf zu, sondern einfach nur einzelne Partien zu machen. Und auch hier können wir wieder sehen, lange Haare sind einfach etwas, die natürlich mit einem Glanz einfach noch viel, viel schöner aussehen. Und das, was wir hier gemacht haben, ist wirklich eine kühle Nuance zu nehmen, ja? Einen Scheinbomb-Service gemacht. Und ich kann nur sagen, ein Scheinbomb-Service, ich verwende einen anderen Namen für wirklich für diesen Service, ist etwas mit Storytelling, was ein echter Moneymaker in meinem Salon ist, wie ich mich wirklich weiterentwickeln kann. Und auch hier die Inspiration,
Muster. Wir haben wieder, wenn ich jetzt zum Beispiel Herbst, Winter sehe, von unseren Designern viele Muster, die übereinander gestrickt sind. Und das ist das, woher die Inspiration hier daraus kommt. Ein Applaus für Alina. Ja, und hier unseren letzten Look. Ja, Big Hair Volumen. Derjenige, der die letzten Saison gesehen hat, hat gesehen, auch Volumen ist wieder ein Riesenthema in New York City gewesen. Und wir haben das Ganze kombiniert, ja, nicht nur mit einem typischen Zopf einfach. Wir haben hier wirklich, ja, ein Achterzopf. Das heißt wirklich die Strähne in Achterformen rundherum gedreht und kombiniert mit dem Mix einfach die Strähnen nebendran rechts und links glatt gehabt. Und auch hier wieder wirklich diese sandige, diese cremige Nuancierung, die hier in der Haarfarbe drin ist. Das ist die Inspiration, die wir hier bei ihr hatten. Ein Riesenapplaus! Ihr seht also, Inspiration kann ganz einfach sein. Trends machen Spaß. Nimmt diese großen Dinge einfach raus und tut sie in kleinen Dingen umsetzen und ihr werdet ganz, ganz viel Spaß haben. Ich freue mich, euch später vielleicht noch am Redken-Stand oder bei mir später am Stand zu sehen. Viel Spaß bei der Inspiration. Dankeschön. Don't you want my loving? Don't you want my loving? Don't you want my loving? Oh.
Fashion, Innovation und Inspiration und Scheinbombs. Liebe Röttgen-Freunde, liebe Kollegen, wir treffen uns gleich am Röttgen-Stand. Dort könnt ihr nochmal alle Modelle sehen. Und nochmal herzlichen Dank an Sherry Doss für mein Geburtstagsgeschenk. 3 mehr Plätze haben wir bekommen, um die Reise nach New York zu machen. Also kommt zum Röttgen-Stand, macht Fotos, Hashtag Shades-Aktion und folgt uns auf Instagram, Röttgen. We see you, us in New York. Bye, bye.